Hi, liebe YouTube-Gemeinde. Hier ist die Sarah aus Dessau mal wieder für euch. Eigentlich müsste ja diese Woche ein Unterwegs in Dessau für euch folgen, aber ich habe mir etwas überlegt. Es fällt mir ziemlich schwer, das zu sagen, doch ich werde bis auf Weiteres das Unterwegs in Dessau erstmal pausieren. Mit Unterwegs in Dessau habe ich alles angefangen, um meinen Freunden in Naumburg zu zeigen, was Dessau für eine schöne Stadt ist. Mittlerweile kriege ich für meine Unterwegs in Dessau Videos nicht mehr so viel Aufrufe, geschweige denn Daumen nach oben. Für mich war YouTube nie etwas, um berühmt zu werden, sondern eher um dort etwas zu zeigen von der Stadt, in der ich wohne, zu der ich gezogen bin und auch ein bisschen was von mir. Da sich YouTube meiner Meinung nach in den letzten Jahren ziemlich ins Negative entwickelt hat und auf meinen Content fast niemand antwortet, nehme ich mir jetzt Zeit dafür, meinen Kanal etwas umzugestalten. Ich werde versuchen, nicht mit 1-Cent-Stücken zum Beispiel meinen Einkauf zu bezahlen. Keine Angst, ich mache nicht irgendwas Prankmäßiges oder Challenges, fange jetzt nicht an mit irgendwelchem Mainstream-Mist, sondern werde versuchen, auf meinem Kanal so viel wie möglich zu unterhalten und trotzdem auf meiner kulturellen Schiene natürlich bleiben. Ich entwickle mich weiter und dann kann man anfangen, langsam wieder Ideen zu sammeln und irgendwann unterwegs in Dessau wieder starten zu lassen. Für mich war die Entscheidung nicht leicht. Ihr bekommt hier trotzdem noch jede Woche oder alle 2 Wochen ein Video von mir, natürlich. Ich werde auch meine weiteren Formate weiter beleben. Dieser erklärt, dieser auf Reisen. Ich werde bloß ein wenig anderen Content machen, aber immer versuchen dabei ein bisschen auf meiner Schiene und ich selbst zu bleiben. Ich dachte, ich komme mit meinem Format unterwegs in Dessau weiter und es ist mal etwas Neues. Es ist wirklich schade, wenn man nur eine Menge Klicks kriegt für Sachen, wo auch eine Menge Leute dabei waren. Es ist wirklich schade und ich hoffe, meine kleine 70 Abonnentengruppe, ihr bleibt mir trotzdem treu und schaut auch fleißig weiter meine Videos. Und lasst mir hier und da mal einen Daumen nach oben da. Oder vielleicht sogar Kritikpunkte. Ich nehme mir ja auch sehr gerne Kritik an, weil ich dann weiß, was ich ändern kann. Nicht einfach drunter schreiben, ich habe das nicht toll gemacht, sondern bitte auch warum. Ich versuche mich weiterzuentwickeln mit neuer Technik, neuem PC, neuem Schneideprogramm, bezahle dafür auch viel Geld, um letztlich mein Hobby zu finanzieren, euch zu unterhalten. Aber so viel sei gesagt. Ich wünsche euch trotzdem noch einen wunderschönen Sonntag, eine schöne nächste Woche und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssi!